Mein Name ist Werner Schmutz, ich bin der Direktor des Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums Davos. Wir sind dazu da, die Welt zu kalibrieren in Strahlungsmessung, das heißt, es ist unser Dienstleistungsauftrag. Und aus diesem Grund interessieren wir uns für die natürliche Strahlung. Und was ich jetzt heute hier vorgetragen habe, ist eigentlich mehr die Forschungsseite. Und da ist das Interesse, ob die Sonne einen Einfluss hat aufs Klima. Die offensichtlichen Einflüsse sind eigentlich schon länger bekannt. Das ist die Modulation der Eiszeiten. Nämlich die kurzen Warmzeiten werden durch erhöhte Sonneneinstrahlung generiert, die von der Wandlung der Erdbahnparameter kommt. Das ist eigentlich schon länger bekannt. Spannender wird es, wenn man die letzten 1000 Jahre ansieht. Man hat in den letzten 1000 Jahren Zeiten, die man mittelalterliche Warmzeit zum Beispiel nennt oder die kleine Eiszeit. Und herauszufinden, was eigentlich dort die Ursache ist für den Klimawandel, ist eine Herausforderung. Eine der Ideen ist, dass es auf Sonneneinfluss zurückzuführen ist. Das heißt also reduzierte Sonneneinstrahlung in der kleinen Eiszeit, erhöhte oder vielleicht normale Einstrahlung in der mittelalterlichen Warmzeit. Daran sind wir am Forschen. Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen. Die Spekulation ist in der Tat, dass die Sonne eben variieren kann, die Sonne selber. Und das hätte dann auch die Auswirkung, dass wir in der Zukunft erwarten können, dass die Sonne etwas beitragen kann für die Klimaänderung. Also die Erwartung der Forschergemeinschaft ist, dass die Sonnenaktivität in den nächsten 100 Jahren zurückgeht, ziemlich stark. Weniger klar ist, ob damit auch die Bestrahlung der Sonne auf die Erde zurückgehen wird. Falls es tun würde, könnte man also Auswirkungen erwarten, wie eben zum Beispiel in der kleinen Eiszeit. Und wir haben mit einem größeren Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben mit verschiedenen Instituten, Ozeanographen, Atmosphärenforscher, Sonnenforscher, haben wir versucht auszurechnen, wie groß dann der Einfluss sein könnte. Und wir sind darauf gekommen, dass die Sonne, wenn sie wirklich dann mal zurückgehen würde, etwa 0,5 Grad der zukünftigen Klimaerwärmung reduzieren könnte.